dürfen wir vorstellen Mr. Nice Guy aus Liverpool. Servus in Giersing, Ian Eyre. It's air, so like the air you breathe, yeah. Der charmante Brite, der seit 2007 bis zuletzt beim Premier League Club FC Liverpool angestellt war, nahm heute seine Arbeit bei den Löwen auf. Von der einen Stadt mit zwei rivalisierenden Clubs in Rot und Blau in die andere. I didn't know there was another team in Munich. Ich wusste gar nicht, dass es ein anderes Team in München gibt. Ich habe es schon einmal gesagt, wenn es das Wichtigste wäre, der Größte zu sein, wäre der Elefant der König im Dschungel und nicht der Löwe. Wir haben hier eine großartige Gelegenheit, 1860 wieder zu dem zu machen, auf das die Fans stolz sein können. Und das ist die Herausforderung. Die Aufregung war nicht nur bei den Junglöwen sehr groß. Selten drängten sich so viele Vertreter der Presse in das prestigeträchtige Grünwalder Stadion. Meine Aufgabe hier ist, die Löwen wieder stark zu machen. Und das ist nur möglich mit dem Einsatz und dem Support aller. Damit meine ich den Eigentümer, den Coach, die Spieler, alle Mitarbeiter, die Partner und die Fans. Und es ist für mich eine große Ehre, für diesen besonderen und historischen Fußballclub wie 1860 München zu arbeiten. So, danke. Während der Vorgänger vom Vorgänger von Ian Eyre, Thomas Aichin, noch vor Gericht um Zahlungen der Löwen streitet, stellte Hassan Ismaik heute bereits den neuen vor. Fünf Geschäftsführer waren es bereits, seit Investor Ismaik bei den 60ern am 30. Mai 2011 einstieg. Der Neue soll es jetzt machen. Ja, ich habe eine Wohnung hier gemietet und meine Familie wird dann im Juli nachkommen. Wenn meine Tochter mit der Schule in England fertig ist, wird sie hier zur Schule gehen. Jürgen Klopp hat mir schon ein paar Tipps zum Biertrinken gegeben. Ich bin also sehr gespannt. Er hat bereits den Kontakt zu Löwentrainer Vitor Pereira gesucht. Und diesem schaut er dann am Mittwoch, wenn es gegen den VfB Stuttgart geht, zu. Denn dann geht es für er beim TSV 1860 so richtig los.